So, da hätten wir dann als nächstes Magi Band 36. Der ist ja jetzt auch schon der vorletzte Band, also mit dem 37. ist es dann abgeschlossen und ich bin so, oh Gott, was passiert da noch am Ende? Weil jetzt in dem Band, eigentlich hatten sie sich jetzt quasi geeinigt, was sie machen wollen mit Sindbad und so, aber dann kam David einfach nochmal an und war so, oh, ja, nö. Und dieses, ja, die Zerstörung der Welt quasi, rückkehren zu den Rook und sowas, das wird jetzt halt doch durchgeführt, also da kommen diese Engel der Zerstörung da an. Und ja, und Sindbad battelt sich quasi mit David im Heiligen Palast und die anderen battlen diese Engel, um das halt aufzuhalten. Aber irgendwie macht Sindbad dann jetzt doch noch so eine Art Rückzieher, ich weiß nicht. Dass halt, ja, ich weiß nicht so ganz, was er jetzt vorhat. Irgendwie sagt er dann ja, kann er doch irgendwie verstehen, was David sagt. Und ich bin so, hä, nein, was, hä? Ja, und es ist am Ende einfach nur alles Drama, Drama und die anderen Leute sind ja jetzt auch so, die wollen ja quasi sterben, weil die ja durch diesen Zauber so beeinflusst sind und kämpfen jetzt gegen die. Ich bin so, damn. Also, ne, mehr gibt's eigentlich auch zu dem Band nicht zu sagen, weil hier einfach nur so Endzeitstimmung war und ich hoffe, das kann jetzt auch so mal geklärt werden und ja, damn. ja, und dann auch fast schon am Abschluss ist ja Tokyo Ghoul Re, das ist jetzt Band 14 und ja, nicht unscharf werden. Band 16 wird ja dann der Abschlussband sein. Und ja, bei dem Band hier ist jetzt auch nicht super viel passiert, aber schon einiges und es fängt schon mit dem Cover an. Ich habe das nämlich nicht erkannt. Ich dachte so, ah ja, irgend so ein Dude auf dem Cover, I don't know. Aber bei Tokyo Ghoul, wo habe ich da überhaupt noch den Durchblick? Und tatsächlich ist es einfach Mahide. Und ich bin so. Und der taucht dann auch in dem Band auf und ich bin so, hä? Der wurde doch gefressen. Von Ken. Bei Tokyo Ghoul. Und ich war so, hä? Aber anscheinend wurde nur sein unteres Gesicht angeknabbert von Ken. Und er hat halt überlebt und seitdem sich halt irgendwie versteckt gehalten, um im Geheimen zu operieren und Ken zu helfen und so. Und ich war so, what? Ich war überrascht, weil er ist hier auch der. Moment, erstmal noch die Vorabseiten. Ja, wieder. Ja, er ist dieser Dude hier, der sich verkleidet hat. Und ich fasse. Ja, und das erste Kapitel finde ich halt echt cool gemacht. Das besteht nur aus Bildern, vor allem die Hintergründe mega geil gezeichnet, wo man dann halt sieht, also hier ist kein Text. Ken ist ja jetzt zu so einem großen, weiß nicht, wie man es nennen könnte, Drachen, Wurm, Tausendfüßler, ähnlichen etwas geworden, das hier. Wo ich mir auch denke, wie ist das möglich? Es wurde zwar im Band dann so ein bisschen erklärt, aber war ich auch so, sure. Ein bisschen so, okay. Ja, und jetzt versuchen die den da irgendwie halt rauszuholen. Und jetzt passiert auch was, wo ich mir schon dachte, dass die ganze Story allgemein halt darauf hinausläuft, dass ja, Ghule und Menschen zusammenarbeiten müssen. Natürlich sind die da nicht alle mit einverstanden oder so, aber so ein paar raufen sich dann halt zusammen. Vor allen Dingen hier auch bei Gott, spontane Namenvergessung. Kenn ihn doch. Susuya, ja. Susuya ist dann halt auch dafür. Und das finde ich halt auch cool. Und Ken setzt sich natürlich auch dafür. Ken, sag ich schon, Hide setzt sich dafür natürlich auch ein. Und ja, das finde ich nice. Ich hoffe halt jetzt, dass sich da dann halt ein paar mehr noch dafür einsetzen. Es ist halt natürlich, gibt es dann auch Stress deswegen, weil, na, die sind so, aber wir wollen doch nicht mit Ghoulen zusammenarbeiten. Voll die Mörder und so, aber, ne? Ja, und dann finden sie halt eine Methode, wie sie Ken wahrscheinlich ausfindig machen können, mit diesem Ring und so. Und gehen da dorthin, aber dann, ja, kommt Dings hier, wie sie Toru, an und ist so, nee, Ken ist meins und so. Und keine Ahnung, hier Toru, genau. Und die kämpfen dann hier alle und, ja, ich bin so, damn, dieses Drama. Ja, aber es ist ja dann auch schon, man merkt schon richtig, dass es so gegen Ende geht. Eigentlich könnte es hier auch schon der vorletzte Band sein, aber da kommt ja dann doch noch einer. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, alles. Ja, es ist. Ja, am Ende. So, dann noch ein Einzelband. Den hatte ich auch schon auf der Buchmesse. Und zwar On Doorstep. Ja, ein Boys Love von CTK.
CTK, wie auch immer. Ich dachte nämlich, ich hätte den schon online gelesen, weil mir der Zeichenstil so bekannt vorkam, aber dann anscheinend doch nicht. Vielleicht habe ich was anderes von der Mangaka gelesen oder es gibt einfach Leute, die so ähnliche Zeichenstile haben. Aber ich fand den auf jeden Fall ziemlich cool. Die Story war jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber trotzdem sehr gut gemacht und ich mochte auch einfach die Charaktere. Ich bin ja eh so, ich finde so Storys, wo so ein bisschen größere Altersunterschiede sind oder einfach so ein paar mehr ältere Kerle auch auftauchen, finde ich ja immer nice, weil es halt meistens immer diese Schulstories gibt und dann freut mich das halt auch, wenn da mal ein paar ältere Leute sind wie Reese hier. Ja, und die Story ist halt, dass er hier beim Clown erwischt wird von Reese und ja, das findet er halt nicht so cool. Also das war halt im Zug, ne? Und dann bricht er später bei ihm auch ein, stellt dann aber fest, dass er ein Ex-Cop ist, oder beziehungsweise er sieht halt nur so Cop und so, ne? Und ist dann so, oh shit. Und dann geht er halt einfach wieder, ohne irgendwas zu klauen. Er wollte sich halt quasi dafür rächen, weil er dann auch bei Reese in der Bücherei aus, im Buchladen oder so aushelfen musste. Und ja, nur Reese findet das halt gar nicht witzig. Natürlich weiß er nicht, dass es, wie hieß der nochmal, Jimmy, glaube ich sogar, war, der bei ihm eingebrochen ist. Aber er hat da so ein bisschen so ein Trauma von, wegen so einer Sache, die früher passiert ist, die man dann natürlich noch später herausfindet. Aber ja, deswegen wäre es auch gar nicht gut, wenn er mitkriegt, dass er es war. Und während er dann halt bei ihm im Buchladen arbeitet, weil er ist dann später auch nochmal hingegangen und wollte dann halt da auch wirklich arbeiten, dann, ja, kommen sich die beiden halt so näher und ich musste nochmal seinen Namen nachgucken. Aber ich glaube, es war Jimmy oder so. Sehe ich den vielleicht hier irgendwo? I don't know. Er verliebt sich dann halt in Reese. Und ja, dann entwickelt sich halt zwischen den beiden was ich so cute fand. Und natürlich muss man dann halt aufpassen, dass Reese nichts von diesem Einbruch mitbekommt und so weiter. Man kann sich denken, dass es das deswegen da noch Drama gibt. Aber ja, war auf jeden Fall eine echt schöne Story. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Und ja. Allerdings habe ich gehört, dass einige die Rollenverteilung, also wer Seema und Uke ist, nicht so, also halt ein bisschen komisch fanden oder so. Aber ich war so, ich fand das gut. Was anderes oder wie auch immer. Ich habe mich daran nicht gestört. Es war mir eigentlich auch relativ schnuppe, aber ja. Auf jeden Fall sehr cooler Boys Love. So, dann kommen wir zu Carlsen. Gott, wir sind schon bei 50 Minuten und ich habe so viel Carlsen. Ja, da fängt es dann an mit Focus 10 Band 3, beziehungsweise halber Band 3. Also es kommt ja in so halben Bänden quasi raus, die so dünner sind. Ach ja, und das extra, ups, hier eine nette Polaroid. Die kommen jetzt immer mit Polaroids. Ich finde die auch echt nice. Das ist voll lustig. Adrians erster Kuss zum Lama oder so. Ja, cute. So. Ja, deswegen ist in dem Band jetzt auch nicht so viel passiert. Ist ja auch immer recht dünn, wie gesagt. Aber ja, ihr wisst ja, Spoiler, ne? Nur nochmal so, weil im letzten Band ist ja was Krasses passiert. Da hat sich ja seine kleine Schwester einfach umgebracht und ich war so, damn, was? Also ich war richtig überrascht deswegen. Ich war so, what? Und natürlich ist er deswegen auch total fertig, aber er ja, weicht dem Ganzen so ein bisschen aus, indem er jetzt in dieser Torwelt da halt auch gegen halt so Monster kämpft. In seiner neuen Special-Form hier. Und deswegen, hier sind auch viele Kampfszenen drin, deswegen die Story nochmal, also nicht so viel Story, aber natürlich sind die Kampfszenen wichtig und cool gezeichnet und so. Ja, und dann begegnet er halt diesem Typen hier, den man auch auf dem Cover sieht, der dann aber ihn da irgendwie mal rausbeamt. Also der kann halt irgendwie so diese Welt so ein bisschen beeinflussen. Und ja, mit dem redet er dann auch später. Und ehrlich gesagt musste ich an der einen Stelle voll lachen. Die Szenen waren eigentlich alle recht ernst, aber trotzdem fand ich es lustig, weil er meinte, er ist halt hier so voll fertig, wegen er meinte, er hätte es halt verhindern können und so weiter, dass sie sich umgebracht hat und so. Und dann meint der Typ hier halt so, ja, man kann im Endeffekt, kann man die Zeit nicht zurückdrehen, man kann es halt einfach nicht wissen. Und es nützt nichts, über verschüttete Milch zu weinen. Ja, ist ja so ein Sprichwort. Hier fand ich es noch nicht mal so witzig, aber dann meinte Arian hier so, hast du jemals Milch verschüttet? Und ich weiß nicht, ich fand es mega lustig, denn am Ende treffen die auch noch diese anderen Leute, die halt auch dort kämpfen und tun sich halt so zusammen, also in der Real World treffen die sich dann. Und diese eine hier will halt nicht mit dem zusammenarbeiten. Und dann meint er hier so halt, ja,
Lena ist meine verschüttete Milch. Und ich weiß nicht, ich fand es mega lustig. Ich musste voll lachen und war so, aber eigentlich ist es doch hier voll ernst. Ich sollte nicht über verschüttete Milch lachen. Ja. Yeah. Aber bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht. Dann, oh mein Gott, auf diesen Band habe ich mich so mega gefreut. Und zwar The Promised Neverland, Band 5. Ich finde die Reihe einfach so toll und ich war so gehypt auf diesen Band und guckt euch dieses Cover an. Das ist so hübsch und so, wow. Ich bin einfach voll begeistert von der Serie. Ja, und zwar, dieser Band war einfach so spannend. Es hat ja schon so spannend aufgehört, dass sie hier jetzt geflohen sind. Und dann dachte man aber, shit, jetzt werden sie doch noch erwischt, weil hier Phil halt zurückgeblieben ist. Und man dachte so, oh nein, fehlt er jetzt oder so? Aber eigentlich hatte Emma nämlich beschlossen, die Kinder unter 5 Jahren zurückzulassen und später nochmal zu holen. Und ich fand so, das ist eigentlich voll die schlaue Idee, weil es war auch schon so, wie wollen sie die Babys darüber kriegen? Und sie haben jetzt ja auch einen anderen Fluchtweg genommen, nicht über die Brücke, sondern hier so über den Graben. Und das hätten ja die Babys niemals geschafft. So. Und das wäre doch einfach zu viele gewesen, dass man die irgendwie hätte tragen können. Viel zu gefährlich und alles. Und hat die jetzt zurückgelassen und nur Phil weiß Bescheid. Die anderen kleineren Kinder wissen gar nicht, dass Mama eigentlich böse ist quasi. Aber ich fand es dann auch interessant, dass sie doch so schnell aufgegeben hat. Also als sie gemerkt hat, okay, die sind jetzt über den Graben, da kann sie jetzt nicht mehr viel machen, war sie halt so, ja, okay, jetzt sind sie halt weg und hat sich hier nochmal an ihre Kindheit erinnert und halt, man hat auch mitbekommen, dass jetzt Ray ihr Kind ist. Sie hat ihn auf die Welt gebracht. Ich bin so, was? Ja, und sie war halt jetzt so, okay, sie wünschte, sie hätte mehr für sie tun können und sowas. Und ich bin so, Also auf der einen Seite fand ich es schön, dass man gesehen hat, dass sie wirklich doch noch irgendwo ein Herz hat und die Kinder auch schon wirklich mag, aber sich halt einfach in dieses System gefunden hat und so. Und halt einfach selber überleben wollte. Aber auf der anderen Seite war ich auch so, really? Gibt die jetzt wirklich so schnell auf? Also ich meine, natürlich, sie hätte jetzt auch nicht mehr viel machen können, aber dass sie halt nicht trotzdem so ist, so, ach, ich muss die doch noch irgendwie kriegen oder so. Und überlässt die Sache halt jetzt den Monstern, aber natürlich wird sie jetzt da auch Ärger für bekommen und ja, weiß nicht. Das fand ich eigentlich eine schöne Szene. Ja, und jetzt sind natürlich die Monster hinter ihnen her und sie sind jetzt im Wald und da sind jetzt diese gefährliche Sachen auch noch im Wald, halt nicht nur die Monster. Und sie wollen ja zu diesem einen Typen, diesem mysteriösen da, der ihnen diese Geheimbotschaften quasi geschickt hat mit den Büchern. Oder wo die halt einfach drin waren und wissen jetzt, wo sie hin müssen. Und da stehen auch so wichtige Informationen drin. Das fand ich auch so cool und alles. Und, oh, ich bin voll gespannt, wer dieser Typ ist. Und ja, jetzt sind natürlich auch die Monster hinter ihnen auch noch her und Ray wurde von der Gruppe gespalten. Ich bin so, nein, ich mag den nämlich echt gerne. Ich finde, sein Charakter ist so voll interessant auch, dass er ja eigentlich so Doppelagent quasi war und so. Und ja, ja, und den anderen wird ja dann geholfen von so einer mysteriösen Person hier. Bin ich auch super gespannt, wer das jetzt ist und ob Ray dann wieder zur Gruppe findet und alles. Und oh mein Gott. Und ich bin immer noch so, ich glaube nicht, dass Norman tot ist. Auch wenn hier am Anfang sein Bild durchgestrichen ist, wie ja auch von Krone. Aber ich glaube das einfach noch nicht ganz. Ich bin so, wir haben nicht gesehen, wie der gestorben ist. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas dahinter. Selbst wenn er tot ist, war da noch irgendwas anderes. Ich bin da nicht zu reden mit. Ja. War super spannend. Ich war so der nächste Band kommt erst hier, wann im Februar, glaube ich, oder so. Moment, stand hier, glaube ich. Ja, Februar, Mann, Februar. Ist nicht mehr so lang, aber trotzdem. So toll. Ja, Gott, ich hoffe, wir schaffen es hier in 2 Parts. Wenn nicht, wird es zum ersten Mal einen dritten Part geben. Damn. Aber ich will jetzt nicht irgendwie schneller reden oder so, deswegen, ja. Ja, da haben wir hier als nächstes Food Wars Band 17. Ja, der war auch wieder spannend. Ich mag vor allem das Cover irgendwie so, die Farbgestaltung finde ich so hübsch. Ja, hier ist ja jetzt im letzten Band Irinas verdammter Vater aufgetaucht, der hier voll fies ist und so. Ich meine, sieht nicht schlecht aus, aber richtiges Arschloch. Ja, er hat sie ja voll beeinflusst, als sie so klein war und sowas. Und sie hat auch voll Angst vor ihm. Und das passiert jetzt halt wieder. Und deswegen kommen ihr dann Alice und Hisako zur Hilfe und bringen sie einfach mal zu Soma und den anderen ins Haus Polarstern, wo ich auch so war, wow, was für tolles Versteck, da kommt ja keiner drauf. Ja, vor allen Dingen, weil die anderen da auch immer vorbeigucken und so und dann so, ach, wow. Naja, und ihr Vater währenddessen bringt da voll die komischen Reformen an die Schule und will, dass alle so das Gleiche kochen lernen und sowas und
Ja, auch verbietet er irgendwie die Clubs und so. Und ja, ist halt richtig fies. Und er will dann auch irgendwie das Haus Polarstern abreißen. Ich weiß nicht mehr so genau warum, weil es irgendwie als einziges nicht so zu dem Rest irgendwie gehört und dies und das. Und das kann halt an sich eigentlich nur verhindert werden durch ein Kochduell. Allerdings hat es einer schon versucht und dann waren halt die Judges hier, die das bewerten. Waren dann halt gekauft quasi und die haben das nicht mal probiert und haben gesagt, nö. Ja, Soma, wie man ihn kennt, versucht es natürlich trotzdem und kocht jetzt hier gegen diesen Semper hier und der ja auch im Zehnerrad ist, soweit ich weiß, ja. Und ja, wir sehen ihn auch zum ersten Mal jetzt richtig kochen. Das war so voll, das war so eine lustige Szene, wo Soma meint so, du kannst ja tatsächlich kochen. Und er so, hey, ja. Ja. Und ich bin halt jetzt mal gespannt, was daraus wird, weil eigentlich würden die Richter das Essen ja noch nicht mal anrühren, weil die ja auch von dem quasi gekauft sind. Und ja, ich denke mal, es wird trotzdem gut ausgehen in irgendeiner Weise. Für Soma reißt es ja immer irgendwie raus. Manche kritisieren das ja, dass er halt quasi immer gewinnt, aber ich finde es nicht schlimm. So, ich will ja, dass er gewinnt auch. Ich meine, klar, nicht immer. Aber ja, hier mal sehen, was jetzt daraus wird mit den Sachen, die jetzt gekocht hat, ist natürlich mal wieder so hier am Ende so die wahre Gestalt meines Essens. So ist es immer so, man denkt so, oh, er macht so voll das Billigessen und dann so, nein, das war eigentlich doch ganz anders und so richtig geil. Ja, sowieso, irgendwann will ich diese paar Rezepte mal nachkochen. Das sieht immer so geil aus. Wahrscheinlich sieht es bei mir voll krüppelig aus. Ich bin noch nicht wirklich gut im Kochen, aber ich kann Rezepten folgen. Also ja, auf jeden Fall wieder ein cooler Band. Die Reihe ist ja auch schon in Japan irgendwie bei über 30 Bänden und ich bin so, damn, so lang noch, aber ich bin sehr gespannt drauf. So, dann der nächste Band von My Hero Academia, Band 15. Da gab es auch mal wieder ein Extra, da gibt es immer mal random hier und da mal so ein paar Extras. Hier diesmal eine nette Postkarte. Übrigens, sorry, falls mein Magen knurrt, ich habe so voll Hunger und merke die ganze Zeit so, oh, damn. Aber ich gehe später essen. Magen. Leise. So, jedenfalls, My Hero Academia Band 15. Übrigens ein cooles Backcover irgendwie, da geht so richtig viel ab auf diesem Cover. Ja, die sind ja im letzten Band jetzt auf diesen neuen Bösewicht hier, den Overhaul, getroffen und es gab ja auch hier dieses Big Three, die wurden hier vorgestellt. Und ja, die sind jetzt im Praktikum und Deku ist jetzt mit dem einen ja unterwegs und sie treffen dann auf diesen Overhaul, der halt auch so ein Mädchen dabei hat. Leider können sie ihm da noch nicht helfen, aber dann später wird sie ja voll wichtig und man stellt fest, dass er aus ihrem verdammten Körper irgendwie so Waffen herstellt, um die Macken von so Leuten zu unterdrücken. Und ich finde so, oh, fies. Ja, und dann wollen die ja jetzt alle das auch verhindern, quasi mit den verschiedenen Leuten, mit denen die ja auch beim Praktikum sind. Und auch hier über All Might kommt nochmal was raus, dass er ja irgendwie eigentlich sterben soll oder so. Also sein vorheriger Partner, der hat das ja vorhergesehen irgendwie, aber er war so, ja, er gibt da irgendwie quasi nichts drauf und ist so, ja, kann man jetzt auch nichts machen oder irgendwie so. Er meint halt, er schafft es trotzdem irgendwie und so weiter. Und ich bin auch so, ja, ich meine, was soll er jetzt machen? Ich finde die Fähigkeit von dem allerdings so ein bisschen komisch, weil man sieht halt die Zukunft, aber er meint, er konnte sie noch nie ändern. Und ich weiß nicht, klar ist es dann praktisch, ein paar Sachen zu wissen, aber wenn man es halt trotzdem nicht ändern kann, bringt es einem jetzt auch nicht so viel. I don't know. Vielleicht kommt es ja dann zum ersten Mal, dass es geändert wird. Who knows? Ja, und ja, man sieht dann halt auch noch ein paar coole Kämpfe. Zum einen hier nämlich, den ich richtig cool fand, wo jetzt endlich mal Kirishima ein bisschen mehr im Mittelpunkt stand. Ich mag ihn halt auch echt richtig gerne und man hat hier seine so volle Power quasi gesehen, wo er hier seinen Red Riot Unbreakable Mode aktiviert hat und das fand ich richtig cool. Ich mag ihn echt gerne und hier auch später macht er so ein richtig süßes Gesicht hier. Ich war so, oh, so cute. Fand ich echt cool. Und auch der andere von den Big Three hier kämpft dann ja mit und man erfährt dann auch seine Macke, dass er ja so, je nachdem, was er gegessen hat, kann er dann irgendwie seinen Körper so verändern. Zum Beispiel hat er halt hier dann irgendwie so Tintenfischbällchen gegessen und dann kann er hier so diese Arme machen. Weiß gar nicht, ob man es hier irgendwo sieht, hier oder noch so viele verschiedene Sachen, die er halt gegessen hat. Und das finde ich echt eine coole Idee. Ja, und wie gesagt, dann am Ende beschließen sie ja alle dann,
jetzt gegen den zu kämpfen. Allerdings, wenn halt diese Liga des Bösen mitmacht, dann dürfen da ein paar nicht mitmachen. Und ich war schon, weil die werden ja wahrscheinlich eh dabei sein. So. Na. Und ich finde übrigens das Design von dem hier mega cool. Also hier, er ist so ein Tausendfüßler-Kopf irgendwie. Ich weiß nicht, er taucht hier, glaube ich, auch vorher nochmal auf irgendwie. Und das war ja auch ein Design, das bei irgendwie so einem Wettbewerb gewonnen hat. Da gab es ja irgendwie sowas. Hier taucht er dann vorher nochmal auf. Ja, komm schon. Das ist immer manuell machen mit dem Zoom. Das will immer nicht. Ja, ich weiß nicht, ich finde sein Design irgendwie ganz cool. So ein bisschen creepy auch, klar, aber weiß nicht. Irgendwie schon nice. So viel dann zu dem Band. So. Ah ja, wir sind jetzt schon eigentlich fast beim dritten Part. Whatever, ist dann halt mal so. Ja, dann haben wir hier Attack on Titan Band 24. Ach ja, Attack on Titan. Im Moment sind wir bei diesem, wo hier auch steht, bei dem Marley-Handlungsbogen, wo man jetzt die Story quasi, ja, nochmal aus dem anderen Blickwinkel sieht, halt vor allen Dingen auch von Rainer, Berthold und Anni, wo man jetzt auch in dem Band vor allen Dingen nochmal den Anfang der Story auch sieht. Also wie die halt auf die Paradiesinsel gekommen sind. Und dann, da war ja sogar noch einer, der dann einfach gefressen wurde. Und ich war so, oh, oha. Ja, hier so am Anfang. Und ja, wie die sich da auch quasi durchschlagen mussten. Man versteht sie halt auch irgendwo so ein bisschen, wie sie halt aufgezogen wurden. Ihnen wurde gesagt, ja, die Eldia sind böse und dies und das und sie müssen die Menschheit retten. Und Rainer zweifelt daran jetzt auch. Man sieht ihn dann ja später hier, oder ich weiß gar nicht, hier genau. Das fand ich auch richtig krass, als er dann quasi Selbstmord machen will. Und ich bin so, oh, damn, Rainer. Er merkt ja halt auch, dass das alles irgendwie nicht richtig ist und so. Und er ist so, für was mache ich das eigentlich noch? Weil sein Vater wollte ihn ja auch nicht haben, weil seine Mutter ja, ja, eine Eldia ist und sein Vater ist ein Mali. Und ja, da er dachte dann halt, der nimmt die irgendwie auf oder so. Aber sein Vater war so, oh, was willst du? Und ja, und dann war halt aber doch so, ja, ich habe ja noch die Kinder und so, die jetzt da ausgebildet werden. Ich war so, oh, damn. Es ist so, Rainer, ich weiß nicht so ganz. Eigentlich mag ich ihn schon irgendwie, aber ne, ich bin natürlich schon auch sauer auf die, weil die halt, ne, gegen die anderen gearbeitet haben und sowas. Aber man kann es halt jetzt auch irgendwo verstehen und es ist so, oh. Und dann ganz am Ende taucht ja Eren auf. Ich hatte die ganze Zeit nicht gecheckt, dass er es ist, muss ich sagen. Ich hatte irgendwas vermutet, aber ich weiß nicht. Dann am Ende trifft er ja auch Rainer. Hier, Moment, letzte Seite. Da. Und er ist dann so, oh, Eren. Und jetzt natürlich laufen die Storys wieder zusammen und ich bin voll gespannt, was jetzt rauskommt, wie Eren jetzt dorthin gekommen ist aufs Festland, weil ich glaube ja, das Letzte, was man von ihm und Mikasa und Armin so gesehen hat, dass die am Strand waren und halt festgestellt haben, dass sie eine Insel sind quasi oder dass es halt woanders noch Leute gibt und wie viel die jetzt wissen über die Story wirklich. Und das finde ich richtig spannend. Und ja, und da kam ja auch raus, dass hier auch diese Mali eigentlich von Eldia beherrscht werden quasi. Also das ist ja dieser eine Typ, der da irgendwie die Macht hat. Oder der hier. Und ich weiß noch nicht so ganz, was das jetzt hier so ist. Aber ich fand es auf jeden Fall super interessant. Ich habe auch gehört, ein paar Leute finden Attack on Titan nicht mehr so gut und sind so, ja, es ist so von der originalen Story quasi weggegangen. Aber ich finde das mega spannend und klar, im Moment sind jetzt nicht so Kämpfe oder sowas, aber ich finde, das braucht man auch gar nicht. Jetzt sind diese Informationen voll wichtig und die sind mega spannend und alles und so. Und ja, ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. So, dann Yamada-kun and the Seven Witches Band 23. Ja, der war auch mega toll. Ich liebe das Cover. Ich mag den Charakter, der da drauf ist, auch sehr gerne, der im letzten Band aufgetaucht ist mit seinem Zwillingsbruder. Der ist ja jetzt an die Schule gekommen und versucht halt so Freunde auch für den zu finden und sowas, weil der ja diesen Unfall hatte und so. Und deswegen, ja, versucht er halt zu allen nett zu sein, obwohl er eigentlich selber so ein Rüpel war. Und wird dann halt jetzt auch voll gemobbt und so von denen hier und kann halt nicht zurückschlagen. Und ich finde es so schön, wie Yamada sich immer für alle einsetzt und er hat ihm dann halt versucht, so beizubringen. Das war auch ein bisschen weird.